Willkommen zurück zu Super Mario RPG. Beim letzten Part waren wir im Forest Maids. Und weiter geht's hier im Pipe Wallet. Na, was uns hier erwartet ist. Das ist ein Ausgang. Na, wenn ihr meint. Also, nur eine Röhre. Okay, jump one. Auch schöne Musik. Also zum was? Ah, da gibt's auch Kämpfe. Ich dachte, der Goomba. Wobei Goombas sollten ja echt kein Problem mehr für uns sein. Nur der Turm, der wirft uns immer runter. Okay, wir haben die Wahl zwischen zwei Röhren. Ich würde bald sagen die hintere, weil da eine Piranha-Pflanze ist. Aber wie ich auch auf der Map gesehen habe, war das als das nur optional. Okay, kommen wenigstens auch Gegner, die was können. Und natürlich auch One-Hit Goombas. Und gehst down, ja. Wenn man abwehrt, machen die keinen Schaden. Denn man hat Pech. Manchmal ist es auch so, dass man ja fällt, man leider trotzdem Schaden. Bisschen Jump'n'Run. Warum nicht? Auch hier möchte ich wieder anmerken, dass das Ganze, naja, blind möchte ich nicht sagen, half blind, also ich habe schon mal gesehen, aber ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. Genauso war es am Forest Maze, das war half blind, bis auf den Schild, bei der ich nachgucken musste. Naja, musste in Anführungsstrichen, da habe ich ja nicht ganz verstanden, dass ich damit aus Maus-Perspektive. Ach, ihr guckt euch das einfach selber an, so ist es am besten. Okay, was sind das für interessante Gegner da? Ach, wir verlieren Münzen. Meine ist ja schön gut, aber. Okay, Heilung. Was ist das? Zählt schon als Kampf? Ja, wenn die meinen. Dann mach mal wieder alle kalt. Hier war das. Also, das Timing gut war. Ich glaube schon, weil er so ein bisschen abgewehrt hat. Aber manchmal hat man auch Pech und man leidet dann trotzdem Schaden. Also so Moonsky bin ich auch nicht. Ach, kann man hier nicht rein? Wahrscheinlich kann man nur in die grünen Röhren rein. Okay. Yoshi. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich habe bei mir das jetzt besser jetzt für Markus mal wirklich komplett angeguckt. Mario, ich bin froh, dass du hier feinlich bist. Feinlich. Dass du endlich bist. Das ist zu Hause der, was weiß ich, weil ich wieder zu vergessen habe. Sag, nun bist du hier. Wir können deine Hilfe gebrauchen. Bitte rede zu ein paar Rolls hier. Was? Du kannst sie nicht verstehen? Naja. Spring auf mich hoch und ich bin dein Übersetzer. Ich kann auf Yoshi reiten.
Also an das kann ich mich erinnern, da hat Let's Play Markus irgend so einen Bug gehabt, dass er es nicht schaffen konnte. Nur ich weiß nicht, nur ich glaube, er hatte Emulator. Mal gucken, ob es auf Virtual Console geht. Kann sein, dass Emulator ein Bug war. Wenn nicht, dann nicht. Wie gesagt, das Ganze ist optional. Ja, ich möchte Anleitungen. Drücke A und B im Rhythmus. Und Y, um ein Cookie zu essen. Ja, es hat mir geholfen. Ach so. Eins, zwei, drei. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Man muss immer zwischen 1 und 2 wechseln. Jetzt wechsle ich immer zwischen 1 und 2. Man muss zwischen 1 und 2 wechseln. Starte 1 oder 2 drücken, dann muss zwischen 1 und 2 wechseln. Ich glaube, Let's Play Max hatte irgend so einen Bug. Also bei mir war es jetzt First Try und ich habe einfach nur im Rhythmus A und B gedrückt. Was ist jetzt Boschi? Und Yoshi Cookie erhalten. Okay. Gibt es hier auch einen Speicherblock? Warum nicht? Und dann kann ich auch wieder zurück. Selben Weg zurück. Lästig. Also das hätte man klüger lösen können. Das ist jetzt nochmal alles wieder zurückgehen muss. Naja, wenigstens habe ich euch auch. Wenigstens habe ich es euch schon auch gezeigt. Immer abwechselnd A und B drücken. Ich glaube wirklich, dass bei Let's Play Max irgend so ein Emulator-Bug war, dass er es nicht geschafft hat. Denn wenn ich ehrlich bin, ich war auch nicht wirklich im Rhythmus. Und hat trotzdem noch irgendwie geschafft. Das ist viele. Und die gehen auch nicht mal instant down. Dann benutze ich mal den Thunderbolt, der trifft ja alle Gegner. Aber nur ein bisschen.
Wozu habe ich denn die Blütenpunkte? Also den Gegnern sollte ich aus dem Weg gehen. 17 Schaden. Die gehen noch nicht einmal kaputt. Oh, 9 Schaden durch Blocken. Die sind übel, die Burschen. Die gehen noch nicht mal ohne, obwohl ich sie schon ganz mit Thunderbolt getroffen habe. Komm. Ja, warum sollte das reichen? Gifte nicht, danke. Ja, dann smell jetzt eine Vogelscheuche. Immer noch kein One-Hit. Das sind fiese Gegner. Dann Defense mal. Macht sowieso wenig Schaden. Mario und Gino werden es auch sicherlich schaffen. Und das werden sie auch. 25 Coins. Mellow Level Up. Da muss ich nicht teilen. Oh, was soll ich aufleveln? Ich mach mal Spezial. Danach wieder HP. Ach, ihr Goombas. Mit dem Spy gemacht, Scherze. Max HP. Vielleicht kriegt das auch Mario und dann sind alle voll. Das wäre doch nice. Und so ganz einfach. Och, Goombas, ihr seid eigentlich nur nervtötend. Wie viel Erfahrung toppt ihr? Irgendwo zwischen gar nichts und eine Coin bzw. Erfahrungspunkte. HP Max, jetzt sind alle wieder voll geheilt. Dann müsst ihr auch keine Pilze verschwenden. Das ist doch super. Geh in die Röhre, Mario. Mario, Mario, geh in die Röhre. Fiese Piranha-Pflanzen. Nicht nochmal. Ach du. Ich hab nicht aufgepasst, wie viel HP Max. Gibt es nicht irgendwie auch Blüten Max? Denn das ist das Einzige, was es fehlen. 7 Blütenpunkte. 7. Warum 7? Hab doch zweimal zwei ausgegeben. Das müssen doch 6 sein. Schon wieder HP Max von Gino. Dreimal hintereinander von Gino HP Max. Warte mal. Das ist kein Zufall. Das liegt an der Ausrüstung. Was für eine Ausrüstung? Verdammt. Oh. Wie stark bist du? Also der Kampf jetzt schneller vorgespult. Oder what's going on hier? Komische Gegner. Dann kann ich hier auch mal wieder raus. Warte.
Ach, hier ist ein Ausgang. Mann, hätte ich den ganzen Weg zurückgehen müssen. Mann. Aber ich glaube, wir können das sogar noch mal. No cookies, no rice. Wo gibt's denn die Cookies? Aber müssen wir jetzt da Cookies bezahlen? Nein, danke. Absolut nein, danke. Ja. Wollte ich auch gar nicht hin. Und da auch nicht. Ich wollte mir Sachen kaufen. Wenn ich mir jetzt so überlege, ich mache einfach nur ein Part mit der Side Quest. Hier bei Mushroom Kingdom. Da können wir doch mal gucken, ob Gino die Rüstung verdient hat. Jetzt um ein Level reinzugehen, macht keinen Sinn. Bye. Schon mir einmal das, das und einmal das. Dann kann ich das mal. Oder geht das? Also es geht gar nicht. Das geht. Toll. Habe ich jetzt Geld für nichts ausgegeben? Hätte ich mich auch equippen können. Sell Weapons. Was ich auch noch offscreen gemacht habe, war einmal hiervon ein paar zu kaufen. Ich habe 7 Shirts. Nein, nur eins. Hier unten. Ich habe 3 davon, 4 davon, 12 und 9. Dann könnt ihr ungefähr sehen, wie viel ich habe. Hier kann ich auch noch für 3 Coins mich heilen. Blütenpunkte. Dann hätte ich das auch mal im Let's Play gezeigt. Wie gesagt, ich gehe jetzt auch nicht in ein Level rein. Da mache ich halt alles irgendwie ein bisschen unnötige. Speicher hier ab und sag ciao, Leute.